Anderer Ort, selbe Veranstaltung. IMQ lädt zum dritten Mal zur Preisverleihung Best of Five Immo-Graduates in die FH Wien ein und stellt unter Beweis, wie man die Qualität der Immobilienwirtschaft weiter fördert. Wir haben heute erlebt, welche Masterarbeiten, welche Themen unsere Studierenden besonders beschäftigen und auch welche Ergebnisse sie dabei bekommen haben, die also voll im Berufsleben stehen und die sich auch mit Themen auseinandersetzen und da auch zu Ergebnissen kommen, die für die Immobilienbranche auch wichtig sind. Eine Masterthese, die hier in die Auswahl kommt, muss also methodisch perfekt sein, sie soll innovativ sein und sie soll irgendwas Neues für die Immobilienbranche darstellen. Und das ist eigentlich das Wichtigste. Die Finalisten der besten Masterthesen wurden zuvor von der IMQ-Jury ausgewählt, um dann ihre Masterthese vor Publikum zu präsentieren. Die Jury und ein Publikumsvoting per App entschieden sich für die Masterarbeit von Michael Meyer mit dem Titel Content Marketing in der Immobilienbranche. Michael Meyer von der TU Wien. Gratuliere. Auf das Thema bin ich eigentlich durch den Herrn Bosak gekommen, der mich darauf aufmerksam gemacht hat. Ich komme aus dem Marketingbereich, von dem her war das relativ naheliegend und hat mich eigentlich total interessiert. Allein auch die Umstellung von Google schon vor längerer Zeit, zu schauen, wie das auf Immobilien passt. Im Anschluss gab es einen Vortrag von Keynote-Speaker und Trendforscher Ali Maloji. Er hat auch so seine Ideen, wie man den besten Nachwuchs in sein Unternehmen holen kann. Der beste Zugang, um den Nachwuchs in die eigene Welt zu bringen, ist, sich für diese Welt zu interessieren. Zu verstehen, warum sind die so, was prägt die, was ist das Wertesystem, was sind die Ängste, was sind die Hoffnungen, wie schaut so eine Lebenswelt von so einem Menschen aus. Und durch dieses ehrliche Interesse beginnt man automatisch herauszufinden, wie kann ich authentisch die Menschen in meine Lebenswelt holen. Und so eine Veranstaltung wie heute verbindet halt diese Welten. Und was man hier gemerkt hat, war das Schöne, da ist viel Humor da, da ist viel Verständnis da. Das sind eigentlich die zwei Faktoren, die es immer braucht, um Menschen zu verbinden. Aber wird in der Immobilienbranche für die Nachwuchsförderung auch genug getan oder hat man hier noch Nachholbedarf? Das ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Das ist von einem Verband, der IMQ, diese Förderung Best of Five. Aber man sollte das eigentlich noch einmal mindestens fünfmal so häufig machen. Wenn ich zurückdenke, wie ich in der Immobilienbranche begonnen habe vor 15 Jahren, wie da die Ausbildungsqualität war und wie toll und was junge Leute heute können, wissen und wie engagiert sie sind, ist das eigentlich ein Meilenstein und das gehört noch viel, viel mehr auch kommuniziert, wie toll die Ausbildung hier ist in der Branche. Abschließend gab es noch ein Immo-Speed-Dating und einen angenehmen Ausgang mit Drinks. So hat vielleicht der eine oder andere schon ein vielversprechendes Nachwuchs-Immo-Talent rekrutiert.